Ich bin Thomas Rodens, gelernter Maler- und Lackierermeister sowie Betriebsmanager im Handwerk. Derzeit bin ich auch Obermeister in der Maler- und Lackiererinnung Stuttgart. Im Jahr 2008 habe ich mein Unternehmen Handwerk mit Stil gegründet. Mittlerweile beschäftigen wir rund 20 Mitarbeiter und bieten Komplettlösungen an, die besonderen Wert auf Optik und Design legen. Mein Ziel ist es, Kunst und Qualität in einem harmonischen Design zu vereinen. Entschuldigung, hältst du mal kurz? Entschuldigung. Besonders stolz bin ich auf unsere Projekte auf Mallorca. Diese Projekte schätze ich sehr, da sie mich immer wieder vor neue, spannende Herausforderungen stellen. Die Welt wird schnelllebiger und das merke ich besonders in der täglichen Planung. Mir ist es wichtig, meine Erfahrungen und Herausforderungen zum Thema Logistik auf der Baustelle zu teilen, denn durch richtige Planung und Materialbeschaffung kann man viel Geld sparen. Jetzt habe ich gerade gesehen, Stichwort Logistik. Du hast einen Anruf von der Baustelle bekommen. Normalerweise ist mein Handy tatsächlich immer aus und nicht in einem Termin, vor allem nicht in einem Trainer. Unsere Mitarbeiter organisieren, gucken nach der Baustelle. Es war gerade in einem besonderen Chat von uns, der immer aufploppt bei mir. Ja. Eine kurze Nachricht von meinem Mitarbeiter. Die haben heute die Abnahme mit dem Kunden. Der Kunde steht gerade da und möchte noch eine Zusatzleistung haben. Und da sowohl wir heute fertig werden, als auch morgens Gerüst abgebaut werden soll, habe jetzt kurz die Materialbestellung dafür in unsere App eingegeben. Okay. Und die ist jetzt auf dem Weg zum Lieferanten. Okay, ach, das läuft alles schon? Das wunderbar. Läuft jetzt schon alles so und hoffe, ich kriege nachher nur noch die Bestätigungsmail, wann es heute geliefert wird. In der Folge soll es ja hauptsächlich um Logistik im Handwerk gehen. Natürlich wollen wir Handwerk mit Stil kennenlernen, wir werden uns die Baustelle angucken, aber bevor wir losziehen, würdest du mir so ein bisschen die Kunstwerke hier zeigen in deinem Büro. Ich habe ja schon das ein oder andere gesehen. Sehr gerne. In einem stehst du, das ist unser neuestes Werk, unser neuer Eingang. Wo wir, wie es heute eben auch notwendig ist, das Thema Licht, Beton, Farben und Muster mit in Angriff nehmen. Und gerne führe ich dich kurz rum. Ich habe schon immer gerne gestaltet, gezeichnet, war kreativ unterwegs, auch als Kind schon. Und habe tatsächlich als mit dem Beruf Maler und Lackierer meinen Traumberuf gehabt. Habe ein Praktikum damals gemacht, weil ich gesagt habe, das ist das, was mich interessiert. Und bin seitdem in diesem Beruf tätig. Für viele Handwerksunternehmen ist es tatsächlich noch ganz normal, dass sie, wenn Material fehlt, die Baustelle verlassen, zum Händler fahren. Und Thomas, du hast ja da speziell Gedanken drüber gemacht. Du hast auch mal eine Rechnung zusammengestellt, was es so im Jahr für euch kosten würde. Wie geht ihr mit dem Thema um? Vor allen Dingen gehen wir damit um, dass wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren. Es ist althergebracht, es ist normal, dass man durchaus, wenn man noch was braucht, auf dem Weg zur Baustelle noch kurz beim Lieferanten anhält. Meistens hat er dann auch noch eine Kaffeemaschine stehen. Eventuell gibt es einen Bäcker daneben, wo man sich noch mal kurz dann seinen Tag auch auf der Baustelle organisiert. Wir haben es mit unseren Mitarbeitern sowohl wir für uns selber durchgerechnet, wir haben es ihnen vorgerechnet. Es ist eine Summe von fast 100.000 Euro, die uns im Betrieb fehlen, die flöten gehen und die wir viel lieber gemeinsam mit unseren Mitarbeitern in neue Maschinen investieren oder in Lohn verteilen und Prämien verteilen und wir einfach unser Unternehmen besser und wirtschaftlicher organisieren können. Dadurch, dass du in Erinnerung und so weiter mit dabei bist, also glaubst du schon, dass Logistik echt ein unterschätztes Thema auch bei vielen anderen Betrieben bist? Ich meine, du bist ja im Austausch. Es ist interessanterweise das, was mich immer wieder beruhigt, dass es wirklich nahezu allen relativ gleich geht. Es gibt die verschiedensten Systeme mittlerweile bei den Kollegen. Viele sind davon übergegangen, dass ihre Mitarbeiter gar nicht mehr in die Werkstatt reinnehmen und im Grunde direkt auf die Baustelle entsenden. Ein oder zwei Teams haben, die quasi mit einem eigenen LKW oder Fahrzeug alles rumfahren. In den größten Fällen läuft der Prozess noch so wie bei uns ab und es ist mit Sicherheit einer der größten Kostenfaktoren, die es so in den Handwerksbetrieben, die ich kenne, gibt. Ja. Also die Bestellung kommt von den Mitarbeitern bei dir rein in euren Chat, dass du Bescheid weißt, okay, das Material fehlt. Wie läuft es dann von dir weiter dann zum Händler oder was machst du? Im besten Fall unterbleibt sogar die Szene, dass ich das Handy rausholen muss und meine Mitarbeiter machen das direkt selber. Ja. Eben war der Fall, dass eben die Kundin braucht, die kriegt gerade die Fassade, ist eine Holzfassade von uns neu beschichtet. Es gibt ein paar Farbfelder, die mit einem anderen Material beschichtet werden müssen. Die waren im Ursprungsauftrag noch nicht vorgesehen, die wurden jetzt gerade dazu beauftragt. Okay. Deswegen haben die Mitarbeiter hier auch die Frage gestellt, mit welchem Material wird es genau gemacht. Und deswegen habe ich mich dann kurz eingeklinkt und habe dann die Bestellung gleich ausgelöst. Bevor wir jetzt zwei, dreimal den Ball hin und her spielen, konnte ich direkt das Material auswählen in der App und im Online und kann sagen, davon brauche ich bitte jetzt ein oder zwei Eimer. In dem Fall waren es noch zwei Eimer weiße Farbe, die wir brauchen, um da heute fertig machen zu können, sodass dann auch morgens Gerüst abgebaut werden kann. Jede Baustelle ist eine Überraschung. Jede Baustelle ist Überraschung. Wenn mich jemand nach meinem Erfolgsrezept fragt, dann sage ich immer, dass ich flexibel genug geblieben bin, jeden Tag an jede Herausforderung ranzugehen. Das ist, glaube ich, geht jedem Selbstständigen so. Es kommt immer wieder
ein neuer Prozess und egal wie gut du deine Prozesse am Laufen hast, es kommt immer wieder eine kleine Neuüberraschung. Und aus meiner Sicht liegt unternehmerischer Erfolg dann daran, wie man damit umgeht. Würdest du mich zur Baustelle mal mitnehmen? Ich würde mir das gerne mal angucken. Wir fahren los. Aber bevor wir zur Baustelle fahren, müssen wir noch zu Farbtex, weil wir wollen uns anschauen, wie das dort abläuft. Angekommen bei Farbtex, der Handwerker hat angerufen und jetzt wird das Material bereitgestellt. Die Herausforderungen lernen wir jetzt kennen und wie die Verladung am Ende funktioniert. Hallo Thomas. Fabio, hallo, guten Morgen. Hi. Herzlich willkommen bei der Firma Farbtex. Danke schön. Ich würde dir gerne kurz unseren Lager zeigen. Perfekt. Wenn du mir bitte folgst. Der Handwerker arbeitet auf der Baustelle, braucht jetzt dringend Material. Der Vorteil ist natürlich, der Handwerker muss die Baustelle nicht verlassen, sondern wir beliefern den Handwerker ab Herrenberg. Das heißt, er kann die Zeit nutzen, kann die Arbeit fertig verrichten, kann sich auf seine Arbeit konzentrieren, hat keine Fehlzeiten oder keine Arbeitsausfälle. Das wird alles von uns übernommen. Wir haben jetzt momentan über 800 Aufträge im Speicher, wo heute abgearbeitet werden müssen. Jetzt kommt ein spezieller Expressauftrag rein, den müssen wir sofort priorisieren, sodass der Auftrag praktisch dann in die erste Stelle rückt, sodass dann der Teamleiter Bescheid bekommt, sagt, Mensch, wir haben einen Expressauftrag, dass der Kommissionierer dann entsprechend ins Regal fährt, dann die Ware entnimmt und sofort zur Abholung bereitstellt. Die Kunden können bei uns bis 19 Uhr bestellen. Wir garantieren dann die Auslieferung über Nacht in unsere Niederlassung, dass der Kunde morgens die Ware ab 7 Uhr abholen kann. Was wir dann noch machen, unsere Tagestouren, da haben wir extra eine Nachtschicht. Das heißt, wir arbeiten rund um die Uhr für den Kunden, dass die Ware dann morgens ab 6 Uhr, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr beim Kunden ist oder auch auf der Baustelle ist. Die Lücken machen wir natürlich durch einen Dienstleister dann, wo wir dann mit auffüllen, was wir mit dem eigenen Fuhrpark oder mit dem eigenen Personal nicht abdecken, sodass wir eine Flexibilität haben, dass der Auftrag dann so schnell wie möglich zum Kunden kommt, wunschgerecht natürlich. Die Effizienz liegt natürlich darin, dass der Handwerker die Baustelle nicht verlassen wird. Jetzt gehe ich einfach mal ganz kurz so 20, 25 Jahre zurück. Da war der Standard so, dass der Handwerker irgendwas nicht mehr auf der Baustelle hatte. Der setzt sich dann ins Auto rein, fährt dann in die Niederlassung oder fährt dann zu uns ins Lager, um die Ware abholen. Hat natürlich eine gewisse Wartezeit hier. Durch unseren hohen Service braucht der Kunde die Baustelle natürlich nicht verlassen und kann sofort bei seiner Arbeit bleiben und beliefern den Kunden dann sofort auf der Baustelle, sodass er die Arbeit nicht unterbrechen muss. Also wir bekommen eine E-Mail, dass bei dem Kunde zwei Eimer auf der Baustelle fehlen. Danach schauen wir in den Auftrag rein, gehen auf das BEX-Portal, haben die Daten vom Kunde, die wir dann über das BEX-Portal eingeben. Abgeglichen wird es mit Google Maps, was halt ein riesiger Vorteil ist. Dann schicken wir den Auftrag weg. Wir werden im System, stellen wir dann die Ware auf eine Expresslieferung um und dann wird sie auch sehr schnell kommissioniert, bereitgestellt, dass, wenn der BEX halt anfährt, dass wir es sofort bedienen können und der gleich wieder losfahren kann. Mhm. Die Kosten sehen wir direkt im Preisrechner, können wir sie vorab analysieren, was auch immer sehr hilfreich ist, oder mit dem Vorgang des Bestellens sieht man immer unten rechts ist es genau, dann sind die Kosten aufgeführt, wie viel es kostet. Wie werdet ihr informiert, wo ihr wisst, wo ist gerade die Ware, wurde die schon abgeholt? Bekommt ihr da Infos? Da bekommen wir relativ zügig Infos. Als erstmal kommt die Bestätigung rein, dann die Vergabebestätigung mit dem Tracking-Link bzw. den Zeiten, ungefähre Zeiten, wann er die Ware abholt, bis wann er zustellt. Und ja, wenn es dann nichts mehr gibt, dann läuft es eigentlich so. Wenn die Ware zugestellt wird, bekommt ihr da irgendwie eine Information? Wenn die Ware dann abgeladen wurde, bekommen wir nochmal einen Beleg, dass die Ware ausgeliefert wurde mit einem Bild im Anhang, unterschriebener Lieferschein oder das Bild auf der Baustelle, dass die Ware abgestellt wurde. Und wir können es dann so zuordnen, wenn es Nachfragen gibt, können wir das Bild einfach wieder im Auftragsservice schicken und die können den Kunden nochmal detailliert informieren, wo dann die Ware steht, weil Baustellen sind ja oft auch groß. Ja. Wir schauen uns natürlich auch bei BEX an, was da abläuft. Und zwar ist BEX mein alter Arbeitgeber und ich kann es echt kaum erwarten, meine alten Kollegen zu treffen. BEX hebt ja die Baulogistik auf ein komplett neues Level und wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist ein Kaffee. Gerne, gerne, danke schön. Du hast ja 55 Leute, das ist ja schon ein mittelständisches Unternehmen an der Größe her. Ja. Aber was würdest du sagen, was macht euch in Richtung Kunde gerade speziell aus? Was uns speziell ausmacht, wir sind ziemlich flexibel, wir gehen schnell auf die Kundenbedürfnisse ein. Wenn der Kunde
irgendwie Wehchen hat, dann versuchen wir das irgendwie schnell umzusetzen. Also die Wege sind brutal kurz. Genau, die Wege sind immer noch ziemlich kurz. Mhm. Und das ist das ziemlich Coole dran, schön, was uns auszeichnet. In dem Büro seid ihr jetzt auch seit einem Jahr, oder? Nee. Knapp ein Jahr sind wir jetzt im Büro, genau. Ich würde mich voll interessieren im Vergleich zu damals, wie jetzt hier so die Räume aufgebaut sind. Würdest du mich ein bisschen durchführen? Ja, klar. Ich zeig das Büro. Sobald der Auftrag ja vom Farbtrick zum Beispiel jetzt beauftragt worden ist, dann landet es bei uns hier im System. Dann prüfen wir erstmal, ob wir hier wirklich alles vorhanden haben, die ganzen Pflichtfelder. Hier haben wir den Auftrag von Alexander Poser. Die Daten haben wir schon alles, da unser Portal alles abfragt. Das Wichtigste sind halt die Adressen, von wo halt abgeholt werden muss und wohin es halt gefahren werden muss. Am besten ideal ist halt noch eine Telefonnummer vom Ansprechpartner vor Ort bei der Abholung und auch bei der Zustellung. Wenn wir keine Fragen haben, wenn es so leichtere Aufträge sind, dann kann sich der Kunde zurücklehnen und wir kümmern uns um alles. Falls du dann noch den Express-Service, wenn es mal schnell gehen muss, der wird auch ziemlich gerne gebucht bei uns. Da haben wir auch noch den geplanten, zum Beispiel zustellen bis 14, 15 Uhr. Dann planen wir das so ein, dass es halt pünktlich bis 14, 15 Uhr auf die Baustelle kommt. Oder den Flex, den haben wir auch noch, von 7 bis 17 Uhr, ganz täglich. Jetzt ist das so, ihr habt ja selber keine eigenen Fahrer, ihr macht das ja mit Dienstleistern, mit Partnern zusammen. Mhm. Wo habt ihr das Netzwerk? Wie läuft das ab? Das Netzwerk, da haben wir auf unserem Portal, können sich bei uns Dienstleister bewerben, also Subunternehmer. Die können sich bewerben, dann sprechen wir mit denen, gehen mit ihnen alles durch. Und wenn es vor allem für beiden Seiten passt, dann ist er bei uns Netzwerkpartner. Eure Partner fahren ja in ganz Deutschland, aber ja, was fährt in Stuttgart jetzt zum Beispiel für euch? In Stuttgart fährt von PKW angefangen, über einen Caddy, einen Sprinter. Über den Sprinter sind halt diese 3,5 Tonner Ladebordwände oder Plane, das sind auch noch Sprinter. Bis hin von 7,5 Tonner, 12 Tonner, 15 Tonner, 18 Tonner, Sattelzüge, Krantransporte bieten wir auch an, Sattelzüge mit Mitnahmestapler oder auch Anhängertransporte bieten wir alles an. Wenn du jetzt von Kunde sprichst, dann ist ja euer Kunde ausschließlich der Händler. Nee, nicht ganz. Also wir haben sowohl Händler als auch Baumaschinenverleiher oder in manchen Fällen haben wir auch Handwerker, wo unser Service nutzt. Grundsätzlich gilt, sobald Farbtex seinen Auftrag an uns weitergereicht hat, muss er sich um nichts mehr kümmern. Wir kümmern uns um alles. Wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil das Material ist bestimmt gleich da. Der Lieferpartner, der ist schon unterwegs. Das heißt, wir müssen jetzt echt los. Aber was mich beeindruckt, ist einfach, dass der Kunde die Möglichkeit hat, online alles einzusehen, wann das Material beim Kunde ist. Er gibt den Auftrag einfach ein und Bex kümmert sich drum. Servus. Hi. Sehr gut, danke schön. Danke für die Farbe. Sehr gerne. Sollen wir runter auf Baustelle? Ja, gehen wir runter, ich zeig dir mal. Perfekt. So. Wir sind jetzt hier beim Adnan auf der Baustelle. Das ist echt eine wunderschöne Baustelle mit viel Wald gleich drumherum. Also auf jeden Fall ganz gut, Adnan, dass du nicht wegfahren musstest, wenn du hier so einen Ausblick hast. Aber mal Spaß beiseite. Was ist für dich für ein Aufwand, wenn du jetzt die Baustelle verlassen musst, Material holen? Wie sieht es dann aus? Ja, es sieht so aus, muss man erstmal alles anrufen, bestellen. Da braucht man noch Zeit, wahrscheinlich um die Farbe zu tönen. Mhm. Da ist mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich zu Farbtex gehe und zurück zur Baustelle kommen, sind es auch eineinhalb Stunden. Mhm. So, da habe ich mir heute ganz viel Zeit gespart. Der Kunde hat sich eben so entschieden, die Fassade jetzt nochmal weiß zu streichen und das kriegen wir heute noch hin. Ja, heute werden wir fertig sein. Zwei Leute, zwei Wochen für all die Fassade, Holzwerk, Fenster lackieren, Eingang, Türe. Mhm. Ja. Ich schätze mal ungefähr um die zwei Wochen. Wir hatten drei, vier Leute in den letzten Tagen, aber wir schließen heute ab mit zwei Leuten. Okay. Sollte passen. Ist schon krass, dass Logistik nicht nur eine Dienstleistung ist, sondern auch wirklich ein Service. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was heutzutage eine Handwerkerstunde kostet und meine Handwerker jetzt da lange unterwegs gewesen werden und ein Großteil davon einfach digital auf der Strecke passiert.
oder wie früher sonst auch üblich, ich jetzt irgendwo auf meinem Weg losgefahren wäre, auch nochmal eine Umwegrunde gemacht hätte und ich mich so auf meine unternehmerischen Aufgaben konzentrieren kann. Da merkt man auch wieder, wie interessant es ist für, wir sagen immer, alle drei Gewerke dazu, also Bauherr, der dann später Geld spart, der Handwerker, der effektiv arbeiten kann und der Händler, der seinen Service weiter ausbauen kann. Also da merkt man mal, wie wichtig die Reihe, wie die Transparenz, wie wichtig das Ganze ist. Vielen Dank, dass ihr bei dem Projekt mitgemacht habt. Wir danken. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.